So, liebe Leute, ich habe ja gesagt, es geht auch wieder physikalisch und mathematisch weiter. Wir haben hier beides. Ist mir jetzt gerade mal untergekommen, und zwar analoge Voltmeter, ne? Also Spannungsmesser sagt man ja auch korrekterweise. Die haben einen Riesenvorteil. Von Weitem kann man anhand des Zeigers ungefähr erkennen, wo die Reise hinläuft. Wenn also der Zeiger hier steht, weiß man, aha, alles in Ordnung oder was man sich auch immer darunter vorstellt. Jetzt gibt es aber solche analogen Voltmeter mittlerweile auch in verschiedenen, sagen wir mal, Spannungstypen. Hier ist es zum Beispiel nur 1 Volt oder hier wären es 50 Volt. Aber was ist, wenn man nur 3 Volt oder 10 Volt oder irgendwas anderes Krummes haben möchte, was nicht funktioniert? Ich verweise nochmal, Leute, hier die Links, hier ist rechts, das weiß ich, die Links. Wenn hier ein I erscheint, die immer beachten. Ich verweise da auf andere Videos, da wird das Thema nochmal erklärt. Zum Beispiel, wie funktioniert so ein analoges Voltmeter, also ein Drehspulinstrument. Und ich weiß es ja, in diesem Fall habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich auch mal schnell ein Foto davon. Ich habe so eins dieser Spannungsmesser aufgemacht und da hat man hier diese Drehspule, das sind diese rot glänzenden Kupferdinger und man sieht hier vielleicht auch noch diese Spiralfeder, wovon ich in diesem Video spreche, ne? Hier kommt dann der Link. Und ich sagte ja in diesem Video, man kann es mit einem Spannungsteiler machen oder in diesem Fall kann man es auch mit einem Vorwiderstand machen, sodass der gesamte Spannungsteiler nur aus zwei Widerständen besteht. Weil ja diese Spule sehr dünn ist, hat die auch einen gewissen Widerstand und jetzt kommt es darauf an, diesen Vorwiderstand hier anzupassen, sodass ich mir hier auch eine andere Skala raufmalen kann. Wie funktioniert das also? Schauen wir uns das mal an. Ich habe mal diese Schaltung als Reihenschaltung so gemalt und das wird vielleicht manchen nicht ganz passen. Und ich habe dann den Vorwiderstand RV gemessen und auch den Widerstand dieses Voltmeters, ja, dieser kleinen Spule. Und bei dem Fall, dass es gegeben war, 1 Volt war ganz gut, aber ich möchte 10 Volt haben, habe ich mir gesagt, welchen Vorwiderstand muss ich also nehmen, damit ich 10 Volt messen kann. Das ist gesucht. Hier sind die gemessenen Werte, schreibt das immer so hin. Ich verweise dann nochmal darauf, wie man Textaufgaben löst, indem man nämlich nach diesem Schema vorgeht. Denn was da steht, das kann man sehen, was kann man sehen oder was man sehen kann, das kann man auch berechnen. Wenn es nicht da steht, muss ich mir alles im Kopf zurechtlegen. Nicht gut. Ich habe mal nochmal zur Erinnerung, auch hier wieder den Link. Ich habe das mal so hingemalt, so klassisch wie eine typische Reihenschaltung von Widerständen. In diesem Fall habe ich das Voltmeter mal, weil es ja 160 Ohm hat, auch durch einen Widerstand ersatzweise ersetzt. Wenn ich hier außen 1 Volt anlege, dann kann ich doch sagen, wenn ich hier über den Widerstand direkt messe, habe ich auch dieses 1 Volt anliegen. Also das ist nichts Besonderes, weil ja der Leiter nahezu keinen Widerstand hat. Kann ich also hier antippen und hier zwischen den beiden, also hier und habe automatisch dann hier meine 1 Volt anliegen. Und um das klar zu machen, mal eine Aufgabe und die werden wir dann anpassen auf die 10 Volt. Ich kann also sagen, wenn laut Reihenschaltung auch entsprechend der Widerstände die Spannung darüber abfällt, man sagt direkt abfällt, also wenn ich von hier bis hier etwas messen kann, dann entspricht das diesem Widerstand und von hier bis hier entspricht das diesem Widerstand. Dann hat mich mal interessiert, wie viel Volt fallen denn, wenn insgesamt 1 Volt anliegen, über 160 Ohm, also über unserem kleinen Voltmeterchen ab. Und da stellt man eine Verhältnisgleichung auf und sagt, wenn über allem, also über 840 plus 160 sind 1000 Ohm, wenn da 1 Volt abfällt, wie groß ist dann die Spannung? Und man kann das ruhig so hinschreiben, indem man schreibt U wie Spannung und dann einen kleinen Index 160. Und das verhält sich dann zu 160 Ohm. Verhältnisgleichung werde ich wahrscheinlich hier auch nochmal mit andeuten. So, jetzt kommt Gleichung lösen, denn U 160 soll alleine stehen, mich stört durch 160 Ohm, also nehme ich beide Seiten mal 160 Ohm, vielleicht kriege ich den Link noch unter. Dann sieht das so aus. Dann habe ich hier drüben mal 160 Ohm. Hier drüben hat sich's weggekürzt auf der rechten Seite. Lass ruhig die gesuchte Größe auf der rechten Seite stehen. So, und dann habe ich 1 Volt mal 160 Ohm geteilt durch 1000 Ohm. So ähnlich wie beim Kürzen kann man auch wegstreichen und aus 840 und 160 1000 Ohm hinschreiben. Dann wird das übersichtlicher, ne? Streicht man durch und schreibt den neuen Wert hin. So, und jetzt habe ich hier U160 ist also das. Das kann man sogar im Kopf in diesem Fall, weil es glatte Werte sind, weil ich kann die Ohms wegstreichen. Ne? Ohm durch Ohm ist 1, Ohm durch Ohm ist 1, dann fallen diese Widerstandsmesser
Maßeinheiten weg. Ich kann auch noch hier eine 0 jeweils wegstreichen. Ich weiß nicht, ob ich einen Link noch dazu kriege. Und dann bleibt übrig 16 durch 100. Also 16 Hundertstel. 16 durch 100 ist das gleiche. Übrig oder anders gesagt 0,16 Volt ist gleich U160. Jetzt weiß ich also, hier dürfen höchstens 0,16 Volt abfallen. Sonst würde mir mein Voltmeter zu weit überdrehen, über die Skala hinausgehen. So, und jetzt gucken wir mal, wie das dann aussieht. Und diese Aufgabe, die rechnen wir nochmal. Also, ich habe es mit dem neuen Fall zu tun. Ich möchte 10 Volt haben. Lege also 10 Volt über beide Widerstände an. Und ich möchte wissen, wie groß muss ich RV machen? RV, hier, den Widerstand, damit hier nur 0,16 Volt abfallen. Mehr verträgt ja mein Messinstrument nicht. Und jetzt habe ich schon mal die Verhältnisgleichung so aufgestellt, aber jetzt kommt noch ein Trick, weil wenn die gesuchte Größe unterm Bruchstrich steht, ist es immer ein bisschen umständlich. Ich sage, das gefällt mir so nicht. Ich stürze. Stürzen ist eine alte, anerkannte Technik aus der Mathematik. Ich schreibe also hier den Nenner als Zähler und umgekehrt. Ich zeige mal, wie das aussieht. RV plus 160 Ohm. Alles, den ganzen Nenner hochschreiben und drunter den alten Zähler, den ich mal hatte. Und das ist dann, hier muss ich es auch machen, sonst käme Quatsch raus. Also ist dann 160 Ohm geteilt durch 0,16 Volt. Auch nicht schlimm. Ich kann ja notfalls einen Taschenrechner nehmen. So, und jetzt pausiere ich das Video. Ihr haltet zu Hause mal an und stellt mal die Gleichung um. So, wir sehen uns nach der Pause wieder. Wie schaut das dann aus? Na, machen wir es mal vorsichtig. Ich nehme erstmal, also nicht gleich minus 160 Ohm nehmen, denn ich habe es ja hier mit einem Summen und sowas kürzen nur die Dummen. Das darf ich also nicht machen. Ich sage erstmal, mich stört durch 10 Volt, also nehme ich mal 10 Volt. Dann sieht die nächste Zeile so aus. Ich hoffe, ihr habt es auch so. Wenn ihr es anders habt, denkt nochmal drüber nach, guckt auch in meinen Videos nach, das ist nicht das Problem. Jetzt gucke ich mir die rechte Seite an und sage, okay, ich kann Volt und Volt kann ich rauskürzen. Ja, Volt und Volt bleibt weg. Für den Rest kann ich immer noch einen Taschenrechner nehmen. Ich könnte jetzt auch anfangen zu kürzen. Ich könnte auch das zusammenschreiben. Das sind dann 1600 Ohm durch 0,16. Aber wie ist der nächste Schritt? Also das geht hier immer noch. Das kann ich machen. Aber wie ist der nächste Schritt? Mich stört plus 160 Ohm. Und Pause. Und dann müsste das so aussehen. Und dann kann ich anfangen zu tippen. Achtung, wenn ich jetzt lostippe, was passiert dann? Vorsichtig. Erst Punktrechnung, dann Strichrechnung. Also ich muss 1600 durch 0,16 rechnen. Aber das können wir sogar im Kopf. Ich zeige das mal. Wenn ich hier auf unten und oben mit 100 erweitere, also hier mal 100 und hier mal 100, was passiert dann? Dann passiert hier Folgendes. Dann rutscht das Komma, weil ich mit 100 erweitere, rutscht das Komma hier zwei Stellen nach rechts. Das heißt, hier unten ergibt sich eine 16. Und hier oben ergibt sich die 1600 mal 100 mal Ohm, also 1600 habe ich da stehen. Die beiden Nullen darf ich dranhängen und das Ohm darf ich nicht vergessen. So, und jetzt kann ich sagen, ich kann beides noch durch 16 kürzen, das mache ich nochmal in grün. Durch 16 bleibt 1 und durch 16 ist hier eine 1. Aber Achtung, 1, 2, 3, 4 Nullen dahinter. 1, 2, 3, 4 Nullen dahinter und das Ohm steht noch da. Jetzt habe ich also 10.000 minus 160 und das können wir dann im Kopf wirklich rechnen. Na komm, RV ist dann 10.000 minus 100, das müssten dann 9.840 Ohm ergeben. So, nochmal die Gegenprobe. Wenn ich hier 60 dazu rechne, dann lande ich schon bei 9.000. Was habe ich jetzt gesagt? Das ist ja furchtbar. Also, nochmal. Das sind dann 9.840 Ohm. So, und jetzt Gegenprobe plus 60, dann lande ich bei 9.900 plus 100, dann lande ich wieder bei 10.000. Und damit habe ich den Vorwiderstand ausgerechnet und wenn ich den so wähle, dann habe ich den Vorwiderstand für meine 10 Volt ermittelt. Und ich kann dann ganz beruhigt den Vorwiderstand davor löten, hier, da ist er. Dann muss das also dieser Vorwiderstand werden.
damit ich eine Skala von 1 bis 10 machen kann. Ich kann also hier praktisch was anderes draufschreiben. Das gleiche kann ich mit einem 50 Volt Voltmeter machen. Das ist übrigens das gleiche Drehspulmesswerk, bloß es hat einen anderen Vorwiderstand. Also das, was ich kriege, messe ich aus und dann habe ich es. Ja, ich hoffe, es hat geholfen. In Zeiten von Corona habe ich andere Videos gemacht, aber jetzt geht es hier weiter mit Mathe und Physik. So, na denn, alles andere sage ich bloß mal bei BitChute nachgucken, da lässt sich Corona weiterverfolgen, aber ich höre jetzt hier mit dem Corona-Thema auf. Das habe ich ja angekündigt. Ich wünsche euch was Schönes, macht was, aber macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.